ab. Ja, und zwar hast du ja gerade schon gesagt, nach dem Motto, das System, das, die Funksysteme sind relativ fragil. Es gibt noch ein anderes System, das ziemlich fragil ist, was eigentlich den wenigsten, glaube ich, bewusst ist, und das ist tatsächlich unser Stromsystem. Es gab, ich weiß gar nicht, 1908, 1911, irgendwas um den Dreh, gab es einen der stärksten Sonnenstürme, die man bisher so gemessen hat oder wo man irgendwo Aufzeichnungen drüber hat. Das war so stark, dass die Telegrafenleitungen diese Partikel, die eben von der Sonne abgestrahlt worden sind, aufgenommen haben und Funker oder jedenfalls die Typen, die da an den Telegrafen sitzen und da rumgemorst haben, dass die Stromschläge gekriegt haben, dass die von den Dingern weggeflogen sind. Wenn ein solcher Sonnensturm heute passieren würde, dann hätten wir eine wunderschöne Antenne mit unseren ganzen Überlandleitungen. Die würden das alles wunderschön einsammeln und das würde weltweit jegliche Trafos sofort zersägen. Und Trafos sind ziemlich schwer nachzubauen. Das würde sehr lange dauern. Ich glaube, man würde irgendwie 4 bis 5 Jahre brauchen, um überhaupt in den Industrienationen erstmal die Trafos nachbauen zu können. Das heißt, 4 bis 5 Jahre kein Strom durch ein bisschen Sonnensturm. Das ist schon relativ krass und wäre vielleicht tatsächlich nicht ganz so doof, wie der Ben sagt, sich auf solche Situationen noch irgendwie mal ein bisschen vorzubereiten. Ich meine, ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wie es aussieht, wenn man sich eine PV-Anlage aufs Dach haut, ob es die dann auch kaputt sägt oder nicht, ob die das durchhalten würde, keine Ahnung. Aber es sind auf jeden Fall Dinge, wo man sich vielleicht mal mit befassen sollte. Und was anderes, was mir eben noch eingefallen ist, ich habe gestern Abend im Fernsehen gesehen, ZDF History, da ging es dann um berühmte Sätze des 20. Jahrhunderts. Und ein berühmter Satz, der da genannt wurde, den kennen wir alle, wollt ihr den totalen Krieg, wo Goebbels im Sportpalast gestanden hat und seine Zuhörerschaft dazu gebracht hat, etwas zu bejubeln, wo normalerweise, wenn er einfach so zu denen hingegangen wäre und die gefragt hätte, sagen wir, wir sind nicht nur ganz dicht, natürlich wollen wir das nicht. Ja, wir wollen nicht hungern, wir wollen nicht erschossen werden und wir wollen auch sonst nichts in der Richtung. Und er hat es mit rhetorischen Kniffen geschafft, dass jede Absage daran im Prinzip ein Verrat an den eigenen Idealen ist. Und wenn man sich teilweise so anhört, was in unseren Medien im Moment so passiert, dass jeder, der vielleicht eine abweichende Meinung hat, direkt als Putin-Versteher, und das ist ja eine Verunglimpfung, weil Verstehen ist ja in der heutigen Welt ein negativer Begriff, haben wir ja alle gelernt. Verstehen war übrigens das, was sich Gorbatschow bei der Wiedervereinigung als Gegengeschenk gewünscht hat. Verständnis, das Einzige. Ja, und wie gesagt, also wenn man sich heute mal anguckt, wie wir so alle indoktriniert werden, das dagegen zu denken auch nur, ist im Prinzip schon negativ, ist böse, ist ketzerisch, ist defätistisch, geht ein bisschen in die Richtung von dem, was ich da gestern gehört habe, sicherlich bei weitem nicht so extrem, zumindest noch nicht, aber so die rein rhetorische Zielrichtung, wenn man sich diese Dinge so anhört, gefällt mir ehrlich gesagt so gar nicht, also vielleicht auch mal was in der Richtung, wo man drüber nachdenken könnte. Dankeschön. Ja, ich bin fast dafür, dass wir Schweigeminute machen, solange sich keiner äußern möchte, weil das schadet der Mahnwache auch nicht, wenn wir mal für den Frieden eine Schweigerunde machen. Und wenn jemand darüber sprechen will oder über seine Anliegen sprechen will, dann möge er sich einfach hier vorne einfinden.
So, schönen Dank, Ben, für die schöne, ruhige Minute. Ich wollte nochmal ein nicht so schönes Thema anpacken, und zwar den Vertrag von Lissabon. Für alle die, die noch nicht so genau wissen, was dieser Vertrag von Lissabon überhaupt ist und was er so kann, hier mal ein kurzer Umriss. Die EU hat in Brüssel den Vertrag von Lissabon verabschiedet. Was bedeutet das und warum wissen wir nichts davon? Der Vertrag von Lissabon ist ein endlos langes Geflecht aus Paragraphen und Neuerungen, welche die EU über unsere Köpfe hinweg festgelegt hat. Der mit Abstand wichtigste Punkt ist nun folgender. Wenn ein Polizist auf einer Demonstration von Demonstranten angegriffen wird, ob das nun Steinwürfe sind, Schläge, Tritte etc., darf der Polizist den Angreifer erschießen, ohne dass ein Richter, ein Anwalt oder irgendein Gesetz dazwischen funkt. Dies bedeutet, dass die Todesstrafe in Europa still und heimlich eingeführt wurde. In Südeuropa wird von dieser Tatsache schon häufig Gebrauch gemacht und auch hier in Deutschland hat es schon solche Fälle gegeben. Der Neptunbrunnen in Berlin lässt grüßen. Professor Dr. Schachtschneider hat es auf den Punkt gebracht. Mit diesem Vertrag wurde die Demokratie in Europa ausgehebelt. Wer nun aus der Reihe tanzt, darf erschossen werden, ohne dass der entsprechende Polizist eine Strafe befürchten muss. Nun ist hinlänglich bekannt, dass so eine Demo ganz schnell von Undercover-Einheiten unterwandert werden kann. Und die Polizei hat dann das Recht, auf die Demonstranten zu schießen. Natürlich werden die Polizisten nicht auf die Undercover-Einheiten schießen, dafür gibt es Kennzeichnungen. Nicht, dass der falsche Eindruck bitte entsteht. Die Polizei an sich ist eine prima Sache, der Verkehrspolizist, der Kriminologe etc. sind alles ehrbare Berufe. Doch wenn die Eurogenfor, das ist die European Gendarmerie Force, auftritt, stehen einem plötzlich schwarz vermummte, in Kampfanzug mit Schlagstöcken und Pfefferspray ausgerüstete Soldaten vor einem, welche im Kampf erprobt sind. Mit dem Vertrag von Lissabon werden diesen Kampfeinheiten nun also alle Möglichkeiten gegeben, friedliche Demonstrationen niederzuschlagen. Beispiele hierfür gibt es etliche. Der Vertrag gilt nur im Kriegszustand oder bei Bürgerkriegen. Nur befindet sich die EU im Dauerkriegszustand. Diese Klausel ist also reine Augenwischerei. Wer sich nun wundert, warum dies alles geschieht, warum wird über unser aller Köpfe hinweg sowas entschieden? Warum gibt es für sowas keine Volksentscheide? Warum läuft diese Nachricht nicht auf jedem Sender Tag für Tag? Wären wir Bürger mit diesem Vertrag einverstanden gewesen? Oder kann es sein, dass wir gar nicht mehr in einem demokratischen Europa leben? Warum werden wir also nicht über diesen Tatbestand informiert? Ganz einfach, ein aufgeklärter Bürger ist nicht erwünscht. Demos mit Polizeigewalt werden im TV kaum bis gar nicht gezeigt und wenn doch, heißt es, gewalttätige Demonstranten haben den Streit angefangen. So viel zum Thema Vertrag von Lissabon. Dankeschön. Jo, wollen wir vielleicht noch eine kleine musikalische Einlage machen? Wie sieht's aus bei euch, Leute?